Hey Leute, Zeit für ein Review. Und zwar geht es heute um dieses wunderschöne Interface, das Apogee Duet 3. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass es rauskommen wird. Es hat wirklich sehr lange gedauert. Ich war stolzer Besitzer des ersten Duets, dem silbernen Firewire Interface, was für mich eine sehr, sehr gute Soundqualität hatte. Habe das Duet zweimal ausprobiert, aber für mich war es irgendwie kein Upgrade. Es hatte zwar deutlich bessere Wandler, aber es war jetzt nicht so ein krasses Upgrade, wie ich dachte, deswegen hatte ich es damals wieder zurückgeschickt und war auch wirklich kurz davor, dieses Duet 3 nicht zu bestellen, aufgrund der schlechten Reviews, die man gleich in der ersten Woche auf YouTube sehen konnte, mit irgendwelchen Verbindungsproblemen und diversen Treiberproblemen. Dann habe ich aber gesehen, dass das Ganze sich auf Windows bezog und dachte mir dann, okay, mit dem Mac wird es aber wahrscheinlich gut funktionieren, weil Apogee einfach schon immer vorrangig für den Mac seine Interfaces produziert hat und ich habe Glück gehabt, es funktioniert alles wunderbar. Kurz zu dem Interface, zu den Daten, es hat zwei Eingänge, vier Ausgänge. Die Wandler arbeiten mit 24-Bit, 192 kHz. Die DA-Wandler arbeiten mit 32-Bit, wie schon in der letzten Generation. Preamps haben bis zu 60 dB Gain. Er hat einen 0 Ohm Headphone Output und Onboard DSP, womit man sogar Plugins, die von Apogee hergestellt werden, berechnen kann während der Aufnahme ohne Latenz, so dass man sich, wenn man das möchte, schon während der Aufnahme komprimieren und equalizen kann. Die Software, wo man das ganze Routing und die ganzen Effekte und so weiter einstellt, heißt Apogee Control, ist relativ übersichtlich gemacht. Natürlich sollte man sich immer vorher das Handbuch durchlesen, damit man keine Features verpasst und auch alles so gut wie möglich kennt, die ganzen Möglichkeiten. Aber heute soll es gar nicht um dieses ganze Routing und bla 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 gehen. Ich meine, das könnt ihr alles irgendwo nachlesen oder vielleicht in anderen Unboxings oder Videos sehen. Heute soll es nur um den Sound gehen und ich muss sagen, da wurden meine Erwartungen weit übertroffen. Und der Sound ist auch ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte. Ja? Also Apogee war für mich immer so ein bisschen vom Sound so ein bisschen schönfärberisch. Also es hat einfach mehr aus dem Sound herausgekitzelt als andere Geräte in der gleichen Klasse. Das ist auch bei diesem Duet 3 wieder der Fall. Aber dabei ist es sowas von neutral, dass ich es in meinem Leben noch nie von einem Gerät in der unter 1000 Euro Preisklasse oder wahrscheinlich auch drüber, ich habe nicht alle ausprobiert, gehört habe. Also es ist wirklich im Vergleich mit dem RME Babyface von der Neutralität genauso. Gleichzeitig aber hat es gefühlt eine deutlich höhere und smoothere Auflösung. Also es klingt alles sehr unangestrengt und sehr schön. Und um das Ganze zu demonstrieren, jetzt von der Aufnahmequalität her, möchte ich euch mal einen Song vorspielen, den ich als erstes damit aufgenommen habe. Die Vocals sind komplett mit den internen Preamps des Duets aufgenommen, ohne irgendwelches Processing, kein EQ, kein Kompressor, kein Hall, gar nichts. Einfach nur eine rohe Aufnahme. Und ich finde, es kann sich sehr gut hören lassen, ist wirklich Top-Qualität von der Aufnahme her. Wir hören einfach mal jetzt rein. Ich weiß, die Zeit, die noch bleibt, sie fühlt sich an, als bleiben wir hier zusammen für immer. Ich halt mich fest an dem Gedanken, das was bleibt, was uns bleibt, sind wir zusammen für immer. Und ich halt dich fest, ich halt dich fest für immer. Und ich halt dich fest, ich halt dich fest für immer. Du kannst alles schaffen, allein durch deine Gedankenkraft. Klar sehen, wenn mal wieder alles nicht zusammenpasst. Ausblenden, wenn sie versuchen, dich aus der Fassung zu reißen, lass das nicht zu, keiner ist so krass wie du. Und wenn sie wieder plappern wie ein Kakadu, hör einfach nicht hin, als hätten sie die Klappe zu. Erschaff dir deine eigene Welt, eine, in der keiner dich hält, nein. Eine, in der Träume noch Bedeutung haben. Jeden Tag suchst du nach Antworten auf neue Fragen. Und jeden Tag siehst du dich an. Jeder versucht dich hier zu brechen, aber nichts kann. Ich weiß, die Zeit, die noch bleibt, sie fühlt sich an, als bleiben wir hier zusammen für immer. Ich halt mich fest an dem Gedanken, dass was bleibt, was uns bleibt, sind wir zusammen für immer. Und ich halt dich.
Ich halt dich fest, ich halt dich fest für immer. Und ich halt dich, ich halt dich fest, ich halt dich fest für immer. Und ich halt dich, ich halt dich fest, ich halt dich fest für immer. Und ich halt dich, ich halt dich fest, ich halt dich fest für immer. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, für mich ist der Sound wirklich herausragend. Es hat eine wunderschöne Neutralität in dem Klang und das meine ich nicht schlecht. Also ich meine, früher habe ich immer nach diesem leicht gesättigten analogen Sound gesucht und mit Preamps und so weiter das Signal eingefärbt. Aber wenn man einmal hört, wie das Mikrofonsignal einfach so richtig pur und neutral und clean in die DAW hineinkommt, dann will man, glaube ich, nicht mehr zurück. Und diesen Moment habe ich jetzt mit diesem Interface zum ersten Mal so wirklich gehabt, wo ich wirklich dachte, wow, das klingt so sauber, so gut, dass man eigentlich gar nichts mehr, sich gar nicht mehr getraut, irgendwas damit zu machen mit dem Signal. Das ist eigentlich so, wie es reinkommt, schon zu 99% da ist, wo es am Ende sein muss. Und wie ihr hört und wie ich finde, fügt es sich schon perfekt in den Beat, in die Musik ein. Und man müsste wirklich nur noch minimale Eingriffe machen, um das Ganze zu perfektionieren. Also hier ist wirklich gar nichts drauf, nur die rohe Aufnahme und es klingt in meinen Augen wirklich mega, mega schön. Wenn ihr das auch so seht und ihr vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, euch das Interface zuzulegen, kann ich es euch uneingeschränkt empfehlen, was den Sound angeht. Ich würde es euch wahrscheinlich nicht für einen Windows-Rechner empfehlen, ich würde es auf jeden Fall für den Mac empfehlen. Ihr müsst aufpassen, dass ihr, bevor ihr es nutzt, erstmal ein Firmware-Update macht, dann wird auch alles reibungslos funktionieren. Und von der Soundqualität kann ich sagen, wow, wow, wow. Wenn ihr vielleicht das RMA Babyface Pro FS schon kennt, dann ist dieses Interface nochmal ein deutliches Stückchen drüber. Vor allem auch von der DA-Qualität, also von dem, was du durch deine Boxen hörst, das ist sowas von sauber und neutral, das habe ich wirklich bisher in keinem Interface und keinem Wandler gehört. Ich bin echt begeistert. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bei der Kaufentscheidung vielleicht helfen, wenn ihr nach einem neuen Interface sucht. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder mit einem neuen Tutorial oder Review, werden wir mal sehen. Das war Udo von musicbyvgl.de. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.